Mit dem Februar sind zahlreiche neue Regelungen und Gesetze in Deutschland und Berlin in Kraft getreten. Bei TV Berlin Informativ geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Änderungen. Erneut tut sich einiges beim Thema Corona. Der digitale Impfnachweis ist ohne Boostern nur noch 9 Monate gültig. Bisher hat der QR-Code, der nach der ersten oder zweiten Impfung erstellt wird, für 12 Monate gegolten. Hat man schon eine Boosterimpfung erhalten, kann man das Zertifikat aber weiter ein ganzes Jahr lang nutzen. Mitte des Monats ist außerdem mit einem neuen Impfstoff zu rechnen. Mit Beginn des Februars hat das Vakzin des US-Herstellers Novavax seine Zulassung in Deutschland erhalten. Mit der Lieferung der ersten 1,75 Millionen Impfdosen ist am 21. Februar zu rechnen. Anders als die bisherigen zugelassenen Impfungen funktioniert Novavax nicht durch mRNA- oder Vektortechnik. Deutliche Änderungen bringt der Februar im Bereich des Internets bzw. der sozialen Medien. Betreiber großer Netzwerke, also Facebook, Twitter, Google, TikTok und Co., müssen strafrechtlich relevante Inhalte auf ihren Seiten nicht mehr nur wie bisher schon selbstständig löschen, sondern auch von selbst an das BKA melden. Darunter fallen Dinge wie Hassnachrichten, Drohungen oder Volksverhetzung. Die Polizei geht davon aus, dass durch die neue Regelung pro Jahr rund 150.000 Strafverfahren zusätzlich anfallen werden. Eine zentrale Stelle mit 200 BKA-Mitarbeitern wurde extra dafür eingerichtet. Wer aufgrund des nahenden Februarendes Schweißperlen beim Thema Steuererklärung bekommt, kann sich entspannen. Menschen, die ihre Steuererklärung für 2020 von einer Steuerberaterin oder einem Lohnsteuerhilfeverein erstellen lassen, müssen diese nicht wie üblich Ende Februar abgeben. Wie letztes Jahr wird der Stichtag wegen Corona bis zum 31. Mai verschoben. Häuslebauer können sich dagegen nicht entspannen. Schon die kurzfristige Ankündigung löste große Verunsicherung aus. Mit Beginn des Monats schafft die Förderbank KfW nun tatsächlich Tatsachen. Die bisherige Förderung energieeffizienter Bauprojekte nach dem sogenannten Standard 55 entfällt ersatzlos. Mit KfW-Krediten konnte man sich dadurch beim Bau von energieeffizienten Häusern unterstützen lassen. Bei vielen Hausbauern dürfte das Geld fest eingepreist gewesen sein. Neue Anträge sind nun trotzdem nicht möglich. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck seien einfach zu viele gestellt worden. Die Fördermittel sind komplett aufgebraucht. Wie er und Finanzminister Christian Lindner andeuten, können aber für einzelne Familien wohl Härtefallregelungen kommen.